Ich habe mich endlich entschieden, was ich weiterspielen will bei Let's Play World of Warships und ich gehe auf die Schlachtschiffe. Und dementsprechend nach der St. Louis, also jetzt folgerichtig, die South Carolina ist dann auch ein Tier 3 Schlachtschiff, beziehungsweise auch ein Tier 3, kein Schlachtschiff wie die St. Louis, weil das ist ja ein Kreuzer, aber geht auf gleichen Tier weiter und geht dann erst Richtung Tier 4, also muss man sozusagen einmal noch das gleiche Tier mitspielen. Die South Carolina hat sehr schöne Kanonen, zwei Stück A, zwei Rohren, in Summe zwei vorne, zwei hinten, also in Summe vier Stück, die unglaublich viel Schaden machen, aber nicht so genau sind. Ich will euch aber da jetzt nicht zu viel verraten, deswegen schaut jetzt einfach das Replay an, beziehungsweise das Let's Play und bis gleich. Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und ich habe mir hier meine jetzige, ja, neueste Errungenschaft. So viel höher habe ich noch nichts, ne? Das ist mein höchstes Tier eigentlich sogar, bis wenn man die Prämie mal rauslässt. Und zwar die South Carolina, ein Schlachtschiff. Ich wollte eigentlich lange Zeit die Kreuzer spielen und dachte mir, ja, Kreuzer läuft. Und ja, dann kommt so wieder dieser Moment auf, wo man sich so denkt, so, Schlachtschiff, groß, meins. Ja, und dann werde ich schwach. Und dann kommt halt dann doch wieder so ein Schlachtschiff in meine Garage oder in mein Deck, in mein, scheiße, Hafen. Hafen war natürlich das richtige Wort. Gott sei Dank ist das in South Carolina, die kommt genauso wenig weit wie ich. Wenn es eine Kawachi gewesen wäre, was die Gegner auch haben, die würde jetzt da schon hinkommen zu mir. St. Louis, also offen bin ich auf jeden Fall. Ich finde es ja schon mal spannend, dass mir hier meine Leute alle entgegenkommen. Ist natürlich jetzt nicht so schön. Ich komme leider auch nicht drauf. Die St. Louis ist noch zu weit weg und jetzt kommt die Insel hier. Aber in Anbetracht dessen, dass hier meine Teammates alle wegfahren. Oh, jetzt ist da die South Carolina. Mal schauen, wie die denn so kommen. Ja, da habe ich ihn doch ganz gut schon treffen können. Oh. Ach, Gott sei Dank, der war nicht so hart. Die ging Gott sei Dank nicht auf mich. Und jetzt werde ich hier gerammt, aber alles halb so wild. Schade, dass der Zerstörer jetzt hier sich in seine Wolke gerettet hat. Da ist er. Aber jetzt gehen wir erst auf die St. Louis. Und gucken mal, wie die kommen. Ah, die waren nicht so gut. Ich hoffe, dass jetzt alle Teammates nicht komplett wegfahren. Ich bräuchte jetzt hier, werde jetzt hier auf jeden Fall Support brauchen. Aber schaut ganz gut aus, dass dem so ist, dass sie da bleiben. Und wie kommen die nun? Naja, der hat doch ein bisschen wehgetan. Jetzt immer schön draufhalten, erstmal auf die da hier. Fahrt hier gegen die Begrenzung. Brennt auch. So. Was macht's denn nun? Und nochmal. Nochmal 1500er. Also langsam verliert sie auf jeden Fall ihre HP. Deswegen aim ich jetzt mal um. Da ist er auch tot. So, mal schauen, was jetzt hier mit der Wickes los ist.
Ah, schade. Da hätte ich wohl getroffen. Hat zumindest gut ausgesehen. Aber tot ist tot. Die South Carolina kommt jetzt langsam in meine Richtung. Wie gesagt, die Reichweite ist einfach noch nicht so wirklich weit. Das ist leider der große Nachteil. Und jetzt mal hier langsam mal den da eindecken mit Schüssen. Ach, leider nur ein Hit. Schade, schade. Mehr wäre besser. Mein Team holt sich so gar nicht die Punkte. Das ist ein bisschen schade. Setzt uns unnötig und schneller unter Druck. Oh, unnötiger, starker Hit. Reparier mal, da hat er den Vorteil gehabt. Dass ich da so leider nicht wirken konnte. Vielleicht kommt er jetzt hier hoffentlich rum. Da ist er auch schon. Alter. Jo, der hat brutal gesessen. Da hat einer wohl auch gut getroffen und ich habe es dann besiegelt. Also das war ein unglaublicher Schaden. Krasser Scheiß. Allein wegen dem ist ja schon das Replay gut. So, jetzt hoffentlich kommt der nächste hier auch gleich um die Insel. Ich will nämlich meine Rohr eigentlich so positionieren, dass ich dementsprechend nicht einmal umlegen muss auf ihn. Und auch schön getroffen. Die Kawachi, die eigentlich in jeder Form stärker ist als ich mit meiner South Carolina, muss man sagen. Also normalerweise ist sie mir auf jeden Fall überlegen. So, jetzt kommt da der Kartenrand. Jetzt holen wir uns wenigstens mal langsam einen Punkt. Und nochmal ein 8000er. Ja, läuft gerade, würde ich mal sagen. So, jetzt hole ich mal die Türme hinten auf die andere Seite. Sehr ausgeglichenes Match. Jeder hat vier Verluste zu beklagen. Nochmal ein 3000er. Also, da treffe ich jetzt ganz gut. Aber jetzt ist sie leider außerhalb meiner Reichweite gleich. Einen vielleicht kriege ich noch hin, je nachdem. Eigentlich müsste sie ein bisschen beidrehen noch. Macht mir aber den Gefallen nicht. Die haut jetzt hier ab. Und wir gehen alle auf den. Die anderen Gegner werden gar nicht mehr großartig beachtet. Das wird vielleicht ein taktischer Fehler. Man sieht, da drüben kommt schon einiges. Scheinbar scheint die Kawachi hier AFK zu sein. Jetzt bräuchte ich wieder mal meine Türme auf der anderen Seite. Bisschen doof. Das ist die Tenryu, auf die komme ich nicht drauf. Aber da kommt eine Wakatake. Und wenn die hier rumkommt, auf die komme ich drauf.
Ist aber natürlich arg schnell. Oh, wenn sie gerade ausgefahren wäre, wäre ich sogar drauf gekommen. Schade, so ein AFKler macht's nicht besser. Ohne dem, oder mit dem vielmehr, hätte man es viel angenehmer gehabt. Das muss man ganz klar sagen. Weil so fehlt einem einfach der Spieler. Und jetzt ist natürlich das Doofe, wir haben noch zwei Zerstörer, zwei Schlachtschiffe und einen mittleren. Also von dem her, mit dem Kreuzer, ja, irgendwie wäre jetzt ein bisschen mehr Feuerpower ganz nice. So, jetzt muss ich aber hier wegdrehen, weil jetzt kommen hier gleich die Torpedos, weil da kann man Geld drauf wetten. Da ist die Chester. Die beschießt mich jetzt, aber da will ich aber gleich mal antworten. Jetzt bekomme ich es aber auch noch von hinten. Jetzt habe ich wirklich von jeder Seite so ein paar Hits. Und ich habe natürlich jetzt nicht hier das Schiff, mit dem man einfach mal schnell mal die Kreise und die Gegner ausmanövrieren kann. Aber jetzt, Chikuma, das langweilt mich. So, jetzt konnte ich hier eine Auszeichnung schon zumindest mal einheimsen. Die Tenryu, die ist noch sehr, sehr voll. Und die ist sehr schnell. Schade, nicht getroffen. Wie gesagt, sehr ärgerlich jetzt das fehlende Schlachtschiff, was wir jetzt hier hatten. Verstehe ich nicht, warum drückt man ins Battle, wenn man dann doch AFK ist. Aber gut, gibt so Sachen, die kann und muss man nicht verstehen. Jetzt nur noch die Frage, wo ist die Tenryu? Auf den anderen komme ich schnell nämlich nicht mehr drauf. Da ist er. Hat mich schon im Visier. Hat es jetzt hier sich gerade hinter die Insel noch retten können. Chikuma ist aber jetzt fällig. Und ich bin es aber wahrscheinlich auch. Jetzt muss ich versuchen, einfach. Ja. Da hat mich dann doch final der Zerstörer platt gemacht. Beziehungsweise, sorry, nee, Tenryu war es, ja, in dem Fall der Zerstörer. Schade, dass mein Team da so nicht unterstützend war. Weil wenn die natürlich dabei gewesen wären, wäre das definitiv einfacher gewesen. Jetzt schauen wir mal, ob sie es noch gewinnen. So, AFK ist paid the ultimate price, ja. Doof, dass er eben nicht da war.
doch ein, kein Zerstörer, sondern ein Kreuzer. Mann, sorry für die Falschaussage. So, jetzt bekommen wir aber auf jeden Fall mal B. Es könnte noch klappen, aber ich glaube mal, die Tenryu, die spielt echt gut. Weil die Torpedos hatte ich ehrlicherweise nicht erwartet vorhin. So, jetzt hat er uns gerade alle Punkte überlassen. Wenn er jetzt rausfährt, jetzt schau mal, wann die Torpedos von ihm kommen. Scheinbar hat hier er kein Rauch mehr. Er sollte mal abdrehen. Er fährt stupide geradeaus. Jetzt setzt er Rauch ein. Aber wenn er weiter schießt, dann geht er natürlich wieder auf. Und hier die St. Louis kann ja auch nicht wirken. Die Torpedos verfehlen wohl ihr Ziel. Ah nein, einer. Oh, sehr gut. Jetzt hat er nur noch 6000. Schöner Hit. Also vom HP-Pool jetzt sehr ausgeglichenes Match. Weiß nicht, was die St. Louis da macht. Irgendwie fahrt es ein bisschen strange. Ich werde es schon gern gewinnen. Wäre auch mein Tagessieg. Eine Kanone langt wohl nicht. Nee, so konisch schießt du definitiv nicht, mein Freund. Sieben Kilometer voneinander getrennt. Das ist natürlich sehr unglücklich. Meines Erachtens, wir sollten sie jetzt zusammenspielen, dann hätten sie definitiv mehr Chancen. Man könnte natürlich jetzt eventuell überlegen, einfach an einer Stelle wegzufahren und das durchcappen zu lassen. Wäre auch möglich und denkbar. Muss ich auch noch schreiben. Mache ja sonst eigentlich nicht in dem Let's Play. St. Louis bleibt stehen. Und jetzt passiert das Schöne, jetzt können beide gleich wirken. Er konnte ein bisschen treffen, aber leider nicht genug. St. Louis ist auf jeden Fall ein super Tier 3 Schiff, also von dem her kann er hier noch den ein oder anderen Akzent bestimmt setzen, sofern er jetzt nicht stark getroffen wird. Jetzt hat die Tenryu ganz vernünftig gehittet. Oh, sehr schöner Hit und er macht ihn weg. Nice. Das ist der Tagessieg, meine Damen und Herren. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da habe ich mich hier auf den vernünftigen zweiten Platz setzen können. Mit 56.000 Schaden. Es gab doch ganz gut was raus. Und auch nette XP und freie XP. Und Confederate, auch da habe ich mich also bewiesen. Von dem her eine schöne Runde. Schön, dass wir das noch gewonnen haben. Ein herzliches Dankeschön an die St. Louis für den letzten Hit. Und an die Wakatake, die hier auch wohl ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Und ein Nicht-Danke an den AFKler. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer El Caramba.